Herzlich willkommen zu den Bettgeschichten on Tour. Unser Bett steht heute am Augustinerplatz in der quirligen Altstadt von Freiburg im Breisgau, umgeben vom wunderschönen Schwarzwald. Hier treffe ich den Reisereporter und Bestsellerautor Andreas Altmann, der sich heute nicht nur vielen ungewöhnlichen Fragen stellt, sondern auch aus seinem neuen Buch vorlesen wird. Also, nichts wie rein in die Feder. Einen wunderschönen guten Abend zusammen hier bei Stiegler Schlafkomfort in Freiburg. Sie kennen ihn wahrscheinlich alle, Sie haben sicherlich alle schon was gelesen und wenn Sie noch nichts von ihm gelesen haben, dann werden Sie sicherlich heute, spätestens morgen, damit anfangen. Sein neues Buch heißt Leben in allen Himmelsrichtungen und das erscheint erst am 1. Oktober und Sie können das hier schon exklusiv vorher käuflich erwerben, da hinten am Büchertisch von der Buchhandlung Rombach. Das heißt, Sie haben es quasi zuerst und werden von allen Freunden, Arbeitskollegen und anderen Menschen, die Sie kennen, wahrscheinlich beneidet, dass Sie das schon gelesen haben, während es noch gar nicht auf dem Markt ist. So, und jetzt bitte ich Sie für das Wichtigste heute Abend, nämlich meinen Talkgast Andreas Altmann, ganz freundlich zu applaudieren. Dann kommt er nämlich die Treppe runter und gesellt sich zu mir. Bitteschön. Komm rein, mach's dir bequem. Olli ist mein Blind Date, ja, und ich bin sehr mit ihm zufrieden. Also, Schuhe ausgezogen. Ich habe mir extra noch mal im Zimmer oben bei Enrique die Zehen gewaschen. Das wäre ja auch zu blöd, ich komme hier. Und ich kenne es alle, einen Unfall und dann die Unterhose im Krankenhaus. Schrecklich. Groß. Okay. Hat man dir früher auch mal gesagt, du sollst ein frisches Taschentuch einstecken, wenn was passiert? Nee, die Unterhose. Frische Unterhose war wichtig. Okay. Alle Mütter haben das Trauma, dass der Sohn mit der dreckigen Unterhose irgendwas am Hintern operiert wird. Und du bist vorbereitet heute, für diesen Fall. Ich bin ja ein Schreiberling, ein Schreiber, der sitzt stundenlang wie eine Fledermaus. Ich arbeite ja im Dunkeln. Und stößt nach einer halben Stunde einen geraden Satz raus. Also jetzt reden aus dem Stand ist immer ein gefährliches Unternehmen für einen Schreiber, weil er Zeit braucht. Der Politiker, du drückst auf den Knopf und dann kommt irgendeine Sprachhülse zum Vorschein. Das geht. Andere Leute, die vorher denken wollen, ist es schwieriger. Mhm. Okay. Aber je klüger deine Fragen, umso weniger dumm meine Antworten. So, das heißt, ich habe die Verantwortung heute Abend für alles, was wir hier besprechen. Liebes Publikum, wenn Sie oder ihr, wenn ihr zwischendurch, wenn euch was einfällt, was ihr unbedingt gerne mal wissen wolltet, es gibt Karten und es gibt einen Edding-Stift und ihr könnt eure Fragen auf eine Karte schreiben. Hier vorne liegen Karten, hinten gibt es aber auch meine reizende Assistentin, hat so Karten. Tut euch keinen Zwang an, schreibt was auf und wir nehmen ganz am Schluss vielleicht die eine oder andere Frage mit rein. Ne? Cool. Du musst nicht alles beantworten, aber du darfst. Und ich habe mal gehört, Fragen können gar nicht indiskret sein, nur die Antworten. Habe ich mal gehört. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Der Satz ist nicht von mir. Das stimmt. Es gibt natürlich, ein Reporter lebte davon, dass er indiskret fragt, weil jeder Mensch ja sich zuerst einmal schützt. Ja? Man weiß ja nicht, es ist immer so, ich versuche, wenn ich reise, nie zu sagen, dass ich jetzt Reporter bin. Ich bin irgendein Typ, der in der Gegend herumsteht, ja, weil zwei Reaktionen können kommen, wenn ich sage, ich bin Reporter. Entweder sensationalisiert der Mensch etwas, damit es aufblustert. Wir alle neigen natürlich dazu, dass wir übertreiben. Ich will eine kleine Geschichte erzählen, französischen Übersetzer, und da stand in einem Text von mir eine hübsche Frau. Und was macht er daraus? Une très belle femme, eine sehr schöne Frau. Das ist was Unterschied. Und so neigen wir dazu. Oder die andere Reaktion ist, dass er den Mund hält, dass er sich zurückhält, weil er Angst hat, dass das, was er sagt, dass ich das gegen ihn benutze oder undercover für die Polizei arbeite. Also es ist delikat, jemanden dazu zu verführen, dass er das sagt, was ihm auf dem Busen brennt, was wirklich in ihm drin ist. Und das ist, ja, das müsste schon sein als Reporter, dass er dieses Talent hat, dass er die Leute
zum Beichten bringt. Nur müsste man bei mir nicht hinknien, sondern ich nehme jemanden mit ins Wirtshaus irgendwo und dann soll es losgehen. Das ist das, was dich auch am meisten fasziniert, Geschichten von Menschen in der ganzen Welt zu sammeln. Könnte man sagen, dass du auch ein bisschen Geschichtensammler bist? Naja, ich glaube, es gibt ja in dem Berufsfeld gibt es ja den Newsman, der stellt sich dann ins brennende Haus und dann berichtet er darüber und dann am nächsten Tag Schwangere mit 16 Kindern, okay, gut, das bin ich überhaupt nicht. Ja. Diese Pressehysterie interessiert mich nicht, sondern ich gehe, ja, ich versuche Leute, Frauen und Männer, manchmal sogar Kinder zu treffen, die mir von sich erzählen. Und wie viele Menschen bin ich natürlich fasziniert von Extremen, das heißt von Leuten, die ganz anderen Umständen leben als wir hier im schönen Bettchen bei Henrike. Liebe Henrike, danke noch einmal für die Einladung. Sondern, weil ich wissen will, und ich lerne ja immer was von den anderen ja auch, wie geht der Mensch mit diesem Leben, das er hat, aus eigener Schuld, aus fremder Schuld, das ist überhaupt nicht die Frage. Es geht nicht ums Moralisieren, es geht zu sehen, was ist. Und das fasziniert mich. Und das versuche ich aufzuschreiben, weil ich denke, was mich fasziniert, könnte auch andere Leute interessieren. Ich glaube, dass das so ist, sonst würdest du nicht so viele Bücher verkaufen. Ja, ja. Ich bin quasi auch auf den Geschmack gekommen. Ich habe mit einem Buch angefangen. Das erste Buch, was ich von dir gelesen habe, war das Scheißleben-Buch. Eine Freundin hat mir davon erzählt und als sie den Titel gesagt hat, habe ich gedacht, das muss ich lesen. Und ich habe es tatsächlich richtig wegkonsumiert, kann ich sagen. Ich habe es richtig verschlungen, obwohl es doch auch sehr, sehr, ja, auch traurig ist und sehr, soll ich sagen, sehr berührend ist und so. Aber natürlich entdeckt man, oder ich habe auch vieles wiederentdeckt, auch wenn ich sicherlich anders aufgewachsen bin als du. Du bist ja in Altötting aufgewachsen und geboren. In meiner Gegenwart wird nur A-Punkt gesagt. A-Punkt. Ja, ja, genau. Okay. Okay. Und, ich bin in A-Punkt aufgewachsen. Ist das denn Altötting ist kein... A ist kein Geburtsort, sondern ein Geburtsfehler. Aber das ist eine andere Sache. Wann warst du das letzte Mal in A-Punkt? Als ich dafür viel Geld bekam vom Fernsehen. Nur unter dieser Bedingung betrete ich den Ort. Und dann benutze ich es, um auf diesen Ort zu spucken. Ja? Und die ganze Wut in mir, die ganzen Brügel und die ganze Bigotterie und die ganze Missbrauch und die ganze Missachtung von Kindern zu denunzieren. Das mache ich immer wieder gern, weil sie alle wissen, Hass ist das einzige wahre Gefühl. Auf das können sie sich verlassen. Bei der Liebe weiß man nie so. Aber Hass, der stimmt. Der ist richtig. Der ist nicht fake. Und der bleibt mir. Und ich glaube keinem Schreiber und keinem Schreiberin, die sagt, dass sie ihren Eltern oder dem Lehrer oder dem Pfaffen vergeben hätte. Kein Kind vergibt jemals das, was ihm angetan würde, irgendjemand. Nur im Laufe der Zeit seines Lebens versteht er besser, dass der Mensch, der ihn so behandelt hat, auch wiederum von anderen so behandelt wurde. Also nicht als Bestie auf die Welt kam, sondern zur Bestie wurde, weil er von anderen Bestien, Versagern, Losern, Kriegsverbrechern auch erzogen wurde. Ich erinnere mich an eine Mail, der Verlag ist so freundlich und nennt dieses hübsche Buch ja nur noch das Scheißbuch, ja, wo mir ein Herr schreibt, ein Mann, den ich kenne persönlich, und er sagt, ich habe ihr Buch gelesen und habe mich am Anfang so über ihre Wut aufgeregt. Ja, die Wut, und ich dachte, ich habe doch, den mir so was Ähnliches passiert, sagt er, das weiß ich alles nicht, was er mir erzählt, ich kann nur weitergeben. Und ich habe vergeben, ich habe ja den Leuten vergeben. Und dann sagt er, schrieb er mir, und ich weitergelesen, habe ich gemerkt, das ist alles Pfiffkas. Ich habe nicht vergeben. Ich habe gemerkt, dass ich das alles nur verdrängt habe. Weil natürlich Hass und Wut und Schmerz ein wahnsinnig anstrengendes Gefühl ist. Und damit ich damit fertig werde, tue ich so, als hätte ich vergeben. Aber tief in dir drin ist das nicht. Das heißt ja nicht, dass ich dann, wenn ich das, dass ich damit Schaum durch die Welt ist, sondern nur, mir ist klar, was in mir vorgeht. Und ich rede mir nichts ein. Und ich kann auch an den Leuten vorbeigehen, die meisten sind ja tot von diesen Lehrern, ohne dass ich jetzt ihnen ins Gesicht spucke. Aber vergessen.
Vergebung, das gibt es natürlich nicht. Man lernt damit zu leben, so wie ein Mensch, der plötzlich eine Behinderung bekommt. Die einen Menschen zerbrechen daran und werden depressiv und der andere wächst daran. Ich habe einen Freund, einen, vielleicht kennen Sie ihn, der Motorradfahrer, ich habe mal auch für seine Bücher ein Vorwort geschrieben, der einen Motorradunfall hatte. Er war Schreiner und dann querschnitt gelebt ist. Und der dann Reporter wurde und um die Welt reist, Piper Verlag, Malik Verlag, als Rollstuhlfahrer. Und plötzlich eine ganz andere Energie durch den Unfall. Ich traue mich ihn nicht zu fragen, ob er sein Leben zurückhaben möchte, aber dann würde er eben nicht Reisenden, sondern würde Schreiner sein, auch ein Beruf. Aber ich glaube, dass er den Beruf, den er jetzt hat, mehr liebt als vorher. Und andere Menschen, wir kennen die, zerbrechen daran. Ja? Sie zerbrechen an Vergewaltigungen, Frauen oder an großen beruflichen Fiasken und so weiter. Es kommt darauf an, wie du, welche genetische Energie, welche Umgebung, welches soziale Umfeld du hast, um mit Situationen fertig zu werden. Hast du noch Kontakt zu deinen Geschwistern? Ich sage es ganz kurz, weil meine Geschwister haben mich gebeten, da sie keine sogenannten öffentlichen Personen sind, dass ich darüber nicht rede. Wen es wirklich interessiert, das steht im Buch. Aber ich habe ganz gewiss, das kann ich sagen, zu meinem Bruder Manfred, dem das Buch auch gewidmet ist, der ist ein bisschen älter als ich, und dem ich unendlich viel in meiner Kindheit, in meiner ganz kleinen Kindheit verdanke und den ich aus ganzem Herzen liebe. Also mit dem habe ich Kontakt. Obwohl er ein ganz, ganz anderes Leben führt als ich. Jetzt bist du von Altötting über viele, viele Umwege nach Paris gezogen. Wie lange lebst du schon in Paris? Ich bin 52 Mal in meinem Leben umgezogen und möchte jetzt 52 Jahre lang in Paris leben und dann sterben. Also dort bleibe ich. Ja? Ich bin närrisch verliebt in Paris. Das Problem ist, dass Paris eine wunderschöne, grandiose, wunderschöne Frau ist, die überhaupt niemanden braucht. Millionen beten sie an. Also musst du, der nach Paris kommt, ihre Spielregeln lernen. Und wenn du die verstanden hast, dann akzeptiert sie die gnädigerweise und du darfst bleiben. Ja? Also das ist das Problem. Wenn du sie dann kannst, dann bist du willkommen und mit dieser Liebe, mit dieser Beziehung, dieser wunderbaren. Ich bin kein Franzose-Experte, kein Frankreich-Experte. Ich kriege auch nicht den Goncourt-Preis für mein Französisch. Aber ich bin eben, ja, es gibt wie alle. Sie alle haben ihre Lieblingsstadt, vermute ich mal. Blattling in Niederbayern ist es nicht, ja, und so. Also, und deswegen, aber es gibt keinen Grund. Es ist einfach, ein Kritiker nannte mich mal zu Recht einen widerlichen Ästheten. Er hat vollkommen recht, weil ich mir noch erlaube, in diesen politisch korrekten, verlogenen Zeiten auf äußerliche Werte Wert zu legen. Also ich liebe auch äußere Dinge. Und deswegen bin ich so närrisch verliebt. Es gibt keinen technischen, keinen philosophischen, keinen sozialen Grund, warum Paris. Einfach aus Liebe zu seiner Schönheit. Mhm. Was sind das für Spielregeln? Verrätst du uns ein oder zwei? Erst einmal Französisch sprechen, weil die Franzosen jetzt mit der Zeit kapiert haben, dass man außerhalb Frankreich noch andere Sprachen gibt und sie langsam anfangen, ein bisschen Englisch zu lernen. Ja? Das heißt, du musst Französisch sprechen. Ja? Die Franzosen sind auch hochnäsig, klar, sie haben eine wunderschöne Stadt, sie haben ein wunderschönes Land, sie haben das meistbesuchte Land der Welt. Das wissen die meisten Leute nicht. Das ist nicht Amerika, das ist Frankreich. Sie haben ein wunderschönes Land, sie haben eine wunderschöne Sprache. Sie sind also wahnsinnig eingebildet. Und wenn du das alles jeden Tag ihnen sagst, wie großartig sie sind, dann darfst du auch mitmachen, wenn sie dann merken, dass du dich als Deutscher, sie kennen ja die Geschichte zwischen beiden, abends nicht in eine Hakenkreuzfahne einwickelst, dann sind sie völlig normal und akzeptieren dich und in dem Quartier, wo ich lebe, völlig okay. Ja, die jungen Leute haben sie dich vielleicht natürlich noch als die
Älteren, die sich zumindest noch an schwierigere Zeiten erinnern, als wir sie jetzt haben, zwischen den beiden Ländern. Ja. Das heißt, du bist 52 Mal umgezogen, hast du eben gesagt, und jetzt ziehst du für 52 Jahre nicht mehr um, weil du in Paris wohnst. Das heißt aber auch, du hast sehr, sehr viele Länder bereist und hast auch gesucht ein bisschen. Kommt mir so vor, als hättest du auch viel gesucht nach einem Ort, wo du bleiben kannst. Gibt es Länder, wo du noch nicht warst, wo du unbedingt noch hin musst in den nächsten 52 Jahren? Dieses Reisen, das ist rein beruflich. Ich bin nicht nach Indien gereist, weil ich da leben will. Ich liebe Indien, aber ich laufe auch dann wieder raus aus Indien, gell? Weil ich dachte, jetzt reicht's wieder, ja? Und so. Also, das Schönste ist Reisen, das Zweitschönste ist Heimreisen, ja? Der Griff zum Passport. Und ein deutscher Pass ist ja ein unglaubliches Schmuckstück, ja? Weil man damit natürlich viel weniger Schwierigkeiten hat. Nein, sondern ich habe mir sehr genau überlegt, ich bin ja von zu Hause abgehauen, minderjährig, und bin dann mehr, wie wir oft ja auch alle, wir haben ja, ich hatte ja kein Geld, ich hatte ja kein Beruf. Ich bin ins Internat, dann bin ich okay, dann bin ich nach München, dann bin ich nach Salzburg ans Mozarteum, um ein mittelmäßiger Schauspieler zu werden. Dann war ich am Residenztheater in München, dann hat sich bewiesen, wie mittelmäßig ich bin. Dann hat mich jemand erbarmt, der war homo, der war schwul. Hans Kratzer, den ich wahnsinnig liebe, ein Wiener berühmter Theatermann, der mich geholt hat nach Wien. Ich war immer noch mittelmäßig. Ja. Und dann bin ich, also da habe ich dort gelebt, da habe ich in München gelebt, da habe ich in Salzburg gelebt, dann bin ich nach Indien umgezogen, dann war ich bei Bhagwan in Indien, dann bin ich in das Zen-Kloster nach Japan, dann bin ich nach New York gezogen, dann bin ich nach Paris gezogen, dann bin ich nach Mexico City gezogen und jetzt wieder nach Paris. Das hat sich aber nicht ergeben, weil ich da wohnen wollte, sondern weil ich neugierig war und weil ich Sprachen lernen wollte. Und ich glaube, das ist das Mindeste, wie so ein Schreiner umgehen muss mit seinem Handwerkszeug, ein Reporter muss ein paar Fremdsprachen sprechen. Und es haben die Leute, ich erinnere mich an eine Frau im Bus, da waren irgendwelche Leute um mich herum und ich habe ein bisschen übersetzt. Und dann sagte sie, also das ist ja interessant, Sie sprechen ja alle Sprachen der Welt. Und dann sagte ich, passen Sie auf, es gibt ungefähr 6.000 und in 4 kann ich mich ausdrücken einigermaßen. Also mir fehlen noch 5.996 Sprachen, damit Sie das sagen dürfen. Ja, Leute übertreiben gerne. Ja. Deswegen, aber nicht, ich will nicht in New York leben. Ich war kurz wieder dort. Nein, es ist mir zu big, zu groß, zu kalt, zu feucht im Sommer, zu laut. Und ich will nicht in Mexico City, wo sie sich irgendwann mal umbringen wollen, weil 25 Millionen in dieser Stadt leben und so. Wien liebe ich, aber nein, Paris ist genau das, was mir passt. Jeder, nicht jeder, aber viele finden ja. Das ist wie mehr Menschen, dass es so Lebensmenschen gibt. Das muss jetzt gar keine Liebesbeziehung sein. Das kann auch ein Freund für einen Mann sein oder eine Freundin für einen. Die passt einfach. Warum der? Warum die Frau? Warum der Mensch, der Mann? Das ist das Geheimnis. Das ist das unergründliche Menschenherz. Warum das passt. Und bei anderen eben, die können nicht abendocken. Sie versuchen es. Und es geht nicht. Paris und ich haben angedockt und ich bleibe jetzt dort. Okay. Ich habe eine wunderbare Wohnung in einer Sackgasse. Paris, Fenster offen nachts. Gehen Sie mal das durch im Hirn. Fenster offen nachts. Mitten in Paris. Ich kenne Leute, die sind weggezogen aus Paris, weil sie den Lärm nicht aushielten. Also ich hatte wahnsinnig Glück. Monsieur Pito, ein Portugieser, ein Vorarbeiter, der gegenüber gearbeitet hat. Und am besten, wenn Sie nach Paris ziehen, gehen Sie in die Häuser rein. Nicht offiziell. Stehen genauso wie in Berlin, wie überall. 300 Leute mit einer Karte in der Hand. Wann sie in die Wohnung rein dürfen. Nein, sie gehen durch die Straßen, gehen rein in die Häuser, fragen die Concierge, irgendwelche Leute, gibt es eine Wohnung da? Hat die Glück? Und da war doch eine Frau. Und so ist das passiert. Das war mein dritter Versuch übrigens. Ich erinnere mich, weil mich zweimal hat mich Paris zurückgewiesen. Und ich erinnere mich an eine entscheidende Stelle. Ich bin im Café und ich habe natürlich noch gestottert Französisch. Ich habe ein humanistisches Gymnasium, also ich habe nicht Französisch gelernt. Und ich wollte sagen, Café au lait, das sagen die Deutschen, kein Franzose sagt Café au lait, man sagt dann Crème, ja, aber Café au lait, also Kaffee mit Milch. Und ich war so aufgeregt und sagte Café au lit, Café im Bett. Und alle haben gelacht und irgendwie, dann war ich da, dann war ich in Paris. Und das war der Augenblick, wo ich akzeptiert war. Möchtest du vielleicht schon mal was lesen? Ja, okay. Vielleicht das Vorwort, wäre das okay? Ja, okay, wenn du möchtest. Das Buch kommt jetzt am 1. Oktober raus. Ich
muss eine kleine Anekdote erzählen. Sie wissen es selber, wenn Sie jemanden treffen und der sagt Ihnen, und Sie werden sich ertappen, und der sagt, wenn Sie fragen, was machen Sie beruflich? Und er sagt, ich schreibe, dann denken alle, naja, Dichterling, gell, zu Hause in der Dachstube, und seine 30 Freunde kaufen dann die Bücher, die im Selbstverlag veröffentlicht, ja? Und so. Also, ich habe hier zurück, ich sage nie, wenn mich niemand fragt, sage ich nie etwas, ja? Und so, es ist dann, es ist also, wenn ich das sagen darf, mein 21. Buch. Ich bin also ziemlich anstellig, sagte man früher, das heißt fleißig. Ich lese das Vorwort vor, weil ich unbedingt eine Frau vorstellen will, in die ich mich als Kind schon verliebt habe, Astrid Lindgren. Schauen Sie sich den Film an, ich weiß nicht, ob er schon in Deutschland gelaufen ist. Mhm. Mit Astrid heißt der Film, er ist grandios, ist eine grandiose Frau. Und sie kommt vor in dem Vorwort. Ich möchte aber, das Buch ist immer Leuten gewidmet, weil wir alle das Produkt sind von den Leuten, die uns ja auch geholfen haben. Auch manchmal nicht geholfen, bösartig waren, aber wir daran gewachsen sind. Also, Leute, die mir sagen, ich ist alles aus mir geschaffen, finde ich ziemlich anstrengend, solche Leute. Also, und ich lese Ihnen ganz kurz vor, wem das Buch gewidmet ist. Dieses Buch gehört allen, die mir irgendwann auf der Welt über den Weg liefen. Nein, gewiss nicht allen. Es gilt nur jenen, die mein Leben reicher machten. Den trägen Säcken, die gern andere Leute nerven, mit ihrer Trägheit strapazieren, die gern Verbote bellen und ihre bigotte Moral verkünden, sie sollen zur Hölle fahren. Die Großmütigen, großer Mut, aber die Weltverliebten, die dürfen hochleben, jene, die mich bei der Hand nahmen und mir Gedanken schenkten, von denen ich vorher nichts wusste, ja, mich mit Gefühlen und Nähe verwöhnten, die mein Leben in diesen Tagen und Nächten behüteten, mich nährten und beflügelten. Ja, mir vertrauten und nie mein Vertrauen aufs Spiel setzten. Bis zum letzten Stündlein will ich für Sie das Lied der Dankbarkeit singen. So, ein kleiner Ausschnitt aus dem Vorwort. Ich habe auch noch die Marotte. Sie wissen, wenn man so lang immer zu Hause rumhockt beim Schreiben, dann kriegt man so Schrullen. Ich kenne das, ich gehe ins Bad rein, ich frisiere mich jetzt. Und sagt zu sich selber, ich frisiere mich jetzt. Jetzt wasche ich mich. Ja? Gut, eine Schrulle ist, das sind diese Motti. Ich lese selber sehr viel und bin dann begeistert, wenn ich Sätze finde, die mir gefallen und die möchte ich dann weiter verschenken. Es kommt ein Satz von Louis Aragon. Louis Aragon ist einer der großen französischen Nationalheiligtümer, Dichter. Sein berühmtes Cretonneau Liberté, ich schrei deinen Namen Freiheit. Und er sagt den folgenden Satz. Ist ein bisschen nicht gleich evident, aber sagen Sie, Sie großgeschrieben. Sagen Sie diese Worte, mein Leben, und halten Sie die Tränen zurück. Und jetzt ein John Lee Hooper, wunderbarer Bluesman, Black Man, Bluesman. Jeder Tag ist ein neues Lied. Ich stehe auf, gehe auf die Straße, gehe in ein Café, sehe Menschen, schöne Frauen, und der Tag schreibt ein Lied. Und zuletzt all die, die glauben, dass sie später den Heiland treffen oben und die Tante Emma und Olalia. Ich sage es Ihnen gleich, sie treffen nicht. Dafür habe ich einen Satz von E.L. Doktorow. Ihr Doktorow ist ein berühmter amerikanischer Schriftsteller. Er sagt, gibt es ein Leben nach dem Tod? Klar, aber nicht deins. Okay, jetzt. Super. Okay, also. Der Satz ist gut, leider nicht von mir. Zu dumm. Also. Vielleicht kurze Zwischenfrage. Yes, mein dear. Du zitierst ja sehr viel in deinen Büchern von Leuten. Hast du eine Sammlung? Schreibst du dir immer zwischendurch Sachen auf, die du zitieren willst und suchst danach den passenden? Oder wie fällt dir das eigentlich immer ein, ein passendes Zitat von einer Person zu finden, die zu einem Text beispielsweise passt? Ja, das ist eine gute Frage. Klar, ich habe einen kleinen Computer und ich habe ein kleines Dossier, da stehen also Phrases, das sind die Sätze, die mir gefallen, die ich irgendwo finde, die ich abschreibe. Ich tue nichts anderes, als mich den ganzen Tag mit Sprache beschäftigen. Der eine baut ein Haus, der andere macht irgendeine Kalkulation und ich mache Chacun sa merde, sagen die Franzosen. Jeder seine kleine Scheiße. Ich mache meine kleine Scheiße, sitze vor meinem Computer
Und dann ist klar, dann gehört zum Schreiber, da ich ja ununterbrochen schwanger bin, ich bin immer hochschwanger mit einem Buch, ja, und dass ich nichts anderes tue, also entweder schreibe ich und ich denke an das Buch. Nein, nichts anderes, ich tue nur was anderes auch nebenbei, aber ich meine hauptsächlich. Und natürlich ist es dann richtig, dass ich dann hoffentlich, wenn das kommt, diese Stelle, mein Unbewusstes das raufholt. Ah, da ist doch was. Der Doktor Hoff, ich erinnere mich dann. Und so, und dann kommt das, ja. Okay. Aber es sind überwiegend Männer, die du zitierst. Nein, das ist auch prozentual? Ja, gut. Frauen haben nicht so viel gesagt. Nein. Also, na, doch, nichts, was ich, niedergeschrieben ich glaube wird. Schon, dass Frauen mehr reden. Aber man weiß statistisch, dass viel mehr Männer schreiben. Das ist richtig. Das soll sich ein bisschen ändern, habe ich gehört. Aber das ist auch der deutsche Markt. Es ist so. Warum das ist, das weiß ich nicht. Natürlich gibt es genauso dumme Bücher von dummen Frauen und super Frauen und super Bücher und dumme Männerbücher und intelligente Männer. Also das hat überhaupt nichts damit zu tun. Warum? Vielleicht, weil sie beschäftigt, weil sie weniger Zeit haben. Ich weiß es nicht. Ja, das ist ja nicht richtig. Also, Vorwort, jetzt kommt meine Heldin Astrid. Ein Kind schrieb der 90-jährigen Astrid Lincke zum Geburtstag, Doppelpunkt, Anführungszeichen. Wenn man deine Bücher liest, dann will man leben, nur leben. Ich sage, ist das nicht ein wunderbares Geschenk an eine Autorin, der schriftliche Beweis, dass man andere zum Leben anstiftet? Ob im Jahr 2050 ein Kind an den dann 90-jährigen Reed Hastings, dem Mitbegründer von Netflix, auch einen solchen Satz schreiben wird? Oder einen ganz anderen, einen wie den? Lieber Reed, danke, dass du uns gleich serienweise dazu eingeladen hast, ein Drittel unserer Lebenszeit auf einem Sofa zu lümmeln und anderen beim Leben zuzuschauen. Als ich einmal auf der Highway 1 Richtung San Francisco fuhr, bog ich links ab auf den Parkplatz eines McDonalds. Ich war müde, wollte einen Kaffee trinken. Am Eingang hing ein Poster mit dem Porträt eines Teenagers, darunter stand, I work here. It's a job that fits my life. Apply. Ich arbeite hier. Hier gibt es einen Job, der gehört zu meinem Leben. Bewirb dich. Verstanden. Die einen denken, dass lauwarme Semmeln ein Packen Lebenssinn verspricht. Und die anderen laden uns ein, uns 24 Stunden pro Tag ein, auf einer Couch zu kuscheln und dort unser ein und einziges Leben zu verrocken. Was Mrs. Lindgren wohl dazu gesagt hätte? Gelacht hätte sie. Dann alle ins Freie gejagt und uns mit Hilfe von Pippi Langstrumpf nachgerufen. Das haben wir noch nie probiert. Also geht es sicher gut. Ich liebe immer die, die zum Leben anstacheln und gehe stets jenen Damen und Herren aus dem Weg, die es verhindern. Aber ja, sie sind schwer in der Übermacht und schwer erfolgreich. Trödeln ist so verführerisch und losziehen und Ungewissheit aushalten so fordernd. Ich will Astrid nacheifern, will wie sie ein Lebensbuch nach dem anderen in die Welt schicken. Und wenn es Leserinnen und Leser gibt, die es aufschlagen und sich mitreißen lassen von der Sehnsucht nach Innigkeit und Anderssein, dann will ich niederknien und Himmel und Erde danken für das Glück, weniger einsam zu sein. Wie verlockt man jemanden zur Liebe zum Leben? Ihm zureden? Ganz sinnlos. So aussichtslos wie einem Alkoholiker zu erzählen, dass er das Saufen aufgeben soll. Wie fad, er kann es nicht mehr hören. Ich habe auch kein Rezept. Klar hilft, wenn ein Menschlein in einem Elternhaus aufwächst, wo sie nicht mit Leitfäden zum braven Leben schikanieren, stattdessen täglich anspornen, ein Einzelstück zu werden. Einer eben, der sich in keine Herde verirren will. Einer gewiss, der dafür sorgt, dass seine Würde unantastbar bleibt. Kein Sturm, Ausrufezeichen. Immer nur Wetter, Ausrufezeichen. Der Satz könnte auf vielen Grabsteinen stehen und darf es doch nicht. Ich würde einem Kind, hätte ich eins, eine Tagebuchnotiz von Saint-Exupéry, dem französischen Schriftsteller, schenken. Saint-Exupéry, der kleine Prinz. Freilich kein Allerheilmittel gegen die Trägheit des Herzens, und die penetrante Lust, dem Leben aus dem Weg zu gehen. Aber in seinen Zeilen liegt eine grandiose Weisheit. Doppelpunkt. Wenn du ein Schiff bauen willst, so trommle nicht die Menschen zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben
und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre die Menschen die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. Das ist es. Irgendeine Metapher muss einschlagen, ein Schrei, ein Orkan, ein Unfall, ein großes Pech, irgendetwas, was den Döse erweckt. Ist das geschehen, diese Begeisterung für das weite, endlose Leben, dann geht es ihm wie dem Liebhaber der Meere. Er wird das Handwerk des Lebens lernen und er wird es entdecken und feiern. Das Buch versammelt Geschichten von Leuten, die leben und gelebt haben. So intensiv, so oft vom Risiko überschattet, so beherzt. Frauen wie Männer. Ich treibe mich gerne in ihrer Nähe herum, immer von der Illusion getroben, eine Unze ihrer Waghalsigkeit fiele auf mich ab. Zudem bin ich Reporter. Und Reporter sind Räuber. Sie hören Stories und klauen sie, um sie am anderen Ende der Welt zu veröffentlichen. Manchmal, um zu denunzieren, auch mutigen Schweinehunden begegnet man oft, um das hohe Lied der Bewunderung zu singen. Das reicht. Dankeschön. Danke. Danke sehr. Close your eyes with me. Wissen sollen, aber jetzt muss ich an die Öffentlichkeit, bevor sie rauskommt. Links die schönste Frau der Welt, die Freiheit. Rechts die schönste Frau der Welt, die deutsche Sprache. Und jede andere Liebe muss ich hinten anstellen. Okay, so, also das nur machen. Super. Du veröffentlichst ja regelmäßig die ruchlosesten Mails an dich oder die ruchlosesten Nachrichten, die dich erreichen. Und die schönsten. Warum reiben sich so viele Leute an dir auf? Weißt du das? Also, ich glaube, dass jeder Schreiber, Schreiberin... Oder schreibst du die Sachen selbst, die die Leute an dich schicken? Das ist nicht ganz klar. Also, wenn es so wäre, würde ich nicht sagen. Also, das finde ich ganz klar. Ist klar. Nein, ich habe immer noch Mails, die traue ich mich noch gar nicht veröffentlichen, weil sie so abgründig sind. Also, zuerst einmal, jeder Mensch, der wahrgenommen wird in der Öffentlichkeit, der Schreiber und jemand, der hoffentlich auf kluge Weise meinungsfreudig ist, also ich haue ja Sachen raus, ich haue es nicht raus am Stammtisch, sondern ich versuche das einigermaßen intelligent zu erklären. Ja? Der polarisiert natürlich. Ja? Es gibt so brasilianische Eso-Esel wie Paulo Coelho, der alles schön findet, du bist schön, du bist schön, du bist gut, du bist auch gut, alles ist gut. Ja, das ist nur Feigheit und dummes Gerede. Natürlich sind wir nicht alle schön, natürlich sind wir nicht alle gut, wir haben alle unsere Schattenseiten, wir haben alle und so weiter. Also, das heißt, das ärgert natürlich Leute. Und Leser, die mich kennen, Leserinnen, wissen, dass ich natürlich so meine Lieblingsfeinde habe. Ja? Kinski war der Lieblingsfeind von Werner Herzog. Und ich habe andere Lieblingsfeinde, über die ich natürlich, wenn es irgendwie geht, herziehe. Ja? Und mich darüber auslasse. Was es ist, manchmal kriege ich Mails von Leserinnen und Lesern, die ich nicht kenne. Und dann haben sie das gelesen, diese Ruchlosen, und sagen sie, bitte Herr Altmann, bitte fallen Sie in keine Depression. Das ist ein Arschloch, der das geschrieben hat und so weiter. Gut. Nein, Sie lernen, es gibt drei Etappen. Am Anfang muss man sich ja gewöhnen. Ich bin ja nicht als bekannter Schreiber auf die Welt gekommen. Ich musste mich schinden, ja. Ich musste sie mir schuften. Dann kommen die ersten Mails und dann bist du völlig entsetzt. Der Peter Hertling hat einmal, der berühmte Peter Herrling ist vor ein paar Jahren jetzt gestorben, hat einen Herzinfarkt bekommen, das war eine schlechte Kritik und so weiter. Und dann ist man deprimiert, dann sagt man, um Gottes Willen, was ist... Und dann habe ich zurückgebellt und zurückgeschossen. Ja? Bin in meine Munitionskammer gegangen, die deutsche Sprache, habe eine kleine Atombombe rausgeholt und zurückgeschickt. Ganz falsch! Das will er ja. Er will oder sie will mit dir auf den Kriegsplatz. Sie will mit dir in den Krieg ziehen. Nicht. Dann kam die nächste Phase.
dass ich es ironisiert habe, dass ich ironisch geantwortet habe. Ganz falsch. Er weiß, erstens ist das Mail angekommen und zweitens merkt er ja, Ironie, naja, ist die wirklich so, das ist nur gespielt. Also die Beste möge nicht antworten, ihn ins Leere laufen lassen. Das ärgert ihn maßlos, weil er will, dass du verletzt und verwundet da liegst, damit er weiß, Alpen habe ich jetzt abgeschossen. Also ich nehme das hin und dann habe ich die Idee gehabt, das veröffentliche ich. Manche Leute finden das cool, ich finde das jetzt nicht so cool. Es gibt eine Theorie, das haben mir Kollegen, hochverehrte Kollegen von mir gesagt, die sicher genauso angeschossen werden. Man sagt, es ist halt so, naja, vielleicht klingt das jetzt arrogant, aber es ist halt ein Neidhammel-Gen so, und er will auch schreiben, aber er hat so bei 340 Verlagen versucht und keiner will ihn. Und natürlich kann er es besser. Und ich kann ihn nicht retten. Ich bin auch nicht schuld, dass er jetzt keinen Verlag findet und so. Aber wenn es Ihnen passiert und wenn Sie das, gehen Sie nicht rein. Tun Sie nicht. Wenn es dann unter die Gürtellinie geht, dann würde ich einfach sperren das von ihm und so. Aber es ist ein Spiel. Ist auch, irgendwie amüsiert mich das ja auch. Und so. Ich habe dem Frauenbuch geschrieben, das Frauen.Geschichten. Das wäre alles erfunden, hat einer geschrieben. Ne? Du wärst schwul und das wäre alles erfunden. Ja, zum Beispiel habe ich geschrieben, das ist gar nicht wahr, Sie sind schwul und dieses Buch haben Sie geschrieben, damit sie nicht als schwul verdächtigt werden. Also am liebsten hätte ich geschrieben, um Gottes Willen, woher wissen Sie das? Okay. Soll er denken, ich bin schwul, ist doch egal. Arsch egal. Gibt es was du unbedingt noch hören musst, was das angeht? Das Ruchloseste oder hast du das Ruchloseste schon gehört? Du hast ja mal alles zusammengeschrieben, ne? Das ist ja der Hammer. Arsch, widerwärtiger, Asphaltliterat, Arschloch, Schwimmbecken, großes Arschloch, finde ich auch sehr schön. Ja, ist gut. Manche sind ganz gut. Eitler Sack, aufgeblasene Wichtigtour, schlecht schreibender Reiseautor, Frauenverächter, Irrer, Egomane, oberflächlicher, Faulpelz, ahnungsloser, Lügner, Frauenhasser, Fäkalist, überheblicher Wicht. Das geht jetzt nicht erst der drei Zeilen und das sind zwei Moderationskarten. Das ist der Hammer. Ja, ja. Es gibt viele unglückliche Deutschinnen und Deutsche in dieser Welt. Ja. Was provoziert denn die Leute am meisten von den Sachen, die du schreibst? Zuerst mal Religion natürlich, klar. Das ist die Ecke, ja. Dann ist es die Ecke, dass ich sie provoziere, dass ich sie aus ihrem Spießereck hole. Weil du ihnen keine Bestätigung gibst, sondern was in Frage stellst oder was dagegen setzt. Ja, weil sie, es ist so. Es ist ja so, wenn der sich wahnsinnig aufregt über das Buch, es gibt ja Leute, die schreiben, ich kaufe mir das Buch nur, damit ich wieder bestätigt bekomme, was für ein Arsch sie sind. Ja, das sind meine treuesten Leser. Ja? Das heißt... Damit hast du eine Marktlücke entdeckt. Quasi. Ich rühre in ihm oder in ihr, es sind ja auch mehr Männer, die das schreiben, das ist auch wieder... Das ist, etwas an, was ihn zutiefst verunsichert. Und wir kennen alle, wir töten nicht, wir nehmen nicht die Message, die dem steht, sondern wir töten den Messenger, den Nachrichtenbringer. Aus Wut über das, was er sagt. Anstatt, dass ich mich damit auseinandersetze, spucke ich auf den, hasse ich den, der das sagt. Weil er etwas in mir anrührt, das ich nicht anrühren lassen möchte. Also kann ich sagen als Autor, das Buch ist angekommen bei ihm. Es ist tatsächlich angekommen. Nur nimmt er es nicht an, weil es ihn verstört. Und ich gehe natürlich klar, je emotional intelligenter ein Mensch ist, und je mehr ein Mensch von seinen eigenen dunklen Flecken und Widersprüchen, die wir ja alle haben, weiß, umso besser kann er auch mit diesen Büchern leben. Weil er ja sieht, da ist ja was dran. Ich habe ja 20 Jahre Therapie, ich bin ja mit schwersten psychosomatischen, also auch körperlichen Störungen davongelaufen. Ja. Also ich habe ja auf 3 Kontinenten und Bhagavan nur eine Art von Therapie gehabt. Ja. Und das Zen-Kloster noch. Um davon zu kommen. Und dadurch hatte ich natürlich, und ich habe nicht nur meinen Bauchnabel, sondern ich habe auch Gruppentherapien, ich habe auch die Bauchnabel anderer Leute wahrgenommen und gesehen, ihre Geschichten. Da war meine Kindheit noch eine SOS-Kinderdorf-Kindheit gegen das, die Frauen, die dann von ihren Brüdern vergewaltigt wurden, von ihrem Vater und so weiter. Also da geht es ja, es geht noch viele Stufen tief hinunter. Also ich habe mich nicht nur mit mir, sondern auch mit den anderen. Und dadurch wirst du natürlich auch durchlässiger. Du erkennst in dir Dinge, die nicht gut riechen. Aber das macht ja nichts. Du siehst sie und du versuchst, sie nicht an anderen,
deine Psychospasmen, die du hast, an anderen abzuarbeiten. Wir wissen, alle die Leute, die unglücklich sind, statt dass sie sich damit auseinandersetzen, dass sie Therapie machen, dass sie Hilfe suchen, gehen sie, bellen sie in die Welt hinaus, sind unglücklich, machen ihre Kinder unglücklich, prügeln sie und so weiter, weil sie unglücklich selber sind. Und wenn sie das schaffen, dass sie einigermaßen mit diesem Unglück zurechtkommen und dass dieses Unglück sie nicht mehr überwältigt, dann ist ja eh schon viel geholfen. Aber diese, wie gesagt, diese Mails, das ist alles ein Game, das ist einfach ein Spiel auch, das ist auch unterhaltsam. Ich will mich ja immer auf intelligente Weise unterhalten. Ja. Und du siehst ja selber, die Leute lachen. Gell? Ja, das ist schön. Letzte Karte ist es. Letzte Karte. Verfasser der schlechtesten Bücher. Verfasser der allerschlechtesten Bücher. Deformierter Spießerschwafler. Einer wie Sie, der wie ein Ochse in unsere Sprache fuhrwerkt. Ich weiß nicht, was sich mehr ärgert, Ihr Geschreibsel oder meine Wut, dass ich es nicht verhindern kann. Sie möchte gern, schämen Sie sich nicht und so weiter. Gut, ja, diese Zusammenfassung, die bringt es echt auf den Punkt. Ja, ja, wenn du eine Superkraft dir aussuchen könntest, welche wäre das? Wie meinst du das? So eine Superkraft, sowas wie fliegen können oder in der Zeit reisen oder wahnsinnig stark sein, zaubern können. Gäbe es da was? Eine darfst du dir aussuchen. Kein Mensch kann zaubern. Er kann nur Tricks. Ja, er zaubert nicht. Nimm mal, du wärst jetzt so ein richtiger Harry Potter und wenn du Lumos sagen würdest, dann würden alle Lampen hier angehen oder so. Also die große Versuchung wäre, aber wir wissen alle, dass es ein sehr gefährliches Geschenk wäre, wenn ich Gedanken lesen könnte von Leuten. Aber will ich unbedingt immer wissen, was andere Leute von mir denken? Ich glaube nicht. Ja? Gar nicht beim Einschlafen, gell? Weil ich dann vielleicht nicht einschlafen könnte. Also, aber das wäre schon... Das wäre schon hochinteressant. Ich kenne all diesen, wie hieß denn der Film, wo die Ellen, Annie Hall hieß in Englisch, wo er mit Diane Keaton, mit der er zusammen war, sind ja von einer Party in New York natürlich, in Manhattan, und dann reden sie Geschwafel über Hegel und Spinoza und unten die Ding, wie ist die eigentlich im Bett, gell? Hat er einen langen oder einen kurzen und so. Also, was sie wirklich denken und über Spinoza, die Kritik der reinen Vernunft und so weiter. Also, genau. Also die Fake News durchschauen. Aber das ist, wie gesagt, das wäre ein schwieriges Geschenk. Ja. Und wenn du König der Welt wärst, oder nehmen wir mal an, ja, sagen wir mal König der Welt, was würdest du ändern? Du dürftest jetzt alles bestimmen in der Welt. Was würdest du, gibt es da was, was oben schwimmt? Was fällt dir so ad hoc dazu ein? Ja, ich glaube... Das interessiert mich nicht so sehr. Ich habe natürlich wie alle meine Omnipotenzträume und ich räume mal auf in Deutschland. Ja? Und so. Aber wir wissen ja, dass das nicht hinhaut. Weil die Vielfalt, natürlich, wir alle haben unsere Arschtage und wir ärgern uns, jeder hat seine Dinge, hat seine Bête Noire, seinen Stier, mit der sich besonders ärgert, den anderen lässt er sich ja cool und so weiter. Das ist eine gute Frage. Da müsste ich schreiben. Und beim Schreiben, es gab einen wunderbaren Satz, ich weiß nicht mehr, von wem der ist. Ich schreibe, um herauszufinden, was ich noch nicht weiß. Das ist gut, weil sie ins Unbewusste hineinsteigen beim Schreiben und dann kommen Dinge, die noch nicht in ihrem Bewusstsein waren. Ich würde schon versuchen, die Verdummungszunahmes, die jeden Tag, diese Verblödungswellen, die auf uns zugehen, dieser Wahnsinn, dem wir, diese Scheiße, die uns jeden Tag ins Gesicht fliegt, dieser Blödsinn von irgendwelchen Celebrities-Bimbos, also Bimbos gibt es im Französischen, Bimbos, jeder, weißer, gelber, es hat nichts mit Schwarz zu tun. Ja? Dieser Blödsinn, mit dem wir in Atem gehalten werden, diese Burda-Scheiße und Gala-Scheiße, diese Erniedrigung des menschlichen Geistes, das würde ich schon, da würde ich aufräumen, aber wie gesagt, hört ja keiner auf mich. Also weiter. Jetzt hast du es mal gesagt. Jetzt kommen wir vielleicht, finden wir jemanden, der das umsetzt für dich oder für uns alle. Nein, es wird nicht gehen. Wir müssen damit leben. Die Welt wird sich nicht ändern. Wir müssen, denke ich mal, sag ich, andere sagen was anderes, und das ist gleich, dass du lernst mit den Gegebenheiten, die Unfreundlichkeit der Leute, das riesige Ego, das viele Leute haben, diese Unfähigkeit, Empathie. Wir wissen zum Beispiel aus der Wissenschaft, dass Empathie ein Gen ist, zum Großteil.
ein Gen, manche haben das Gen nicht. Die können andere nicht fühlen. Die gehen ins Hotel zurück um 4 Uhr früh und hauen die Tür zu, weil ihnen nicht einfällt, dass es Leute gibt daneben, die schlafen wollen. Ja? Oder die nicht aufstehen, wenn jemand kommt in der Metro und so weiter, ja? Und einen Platz anbietet. Also, das wirst du nicht ändern. Du kannst es ihm sagen und dann schaut er dich blöd an oder er haut einen in die Fresse und dann hat er es wieder vergessen. Ja? Du kannst nur versuchen, das Beste aus der Situation, das Eleganteste, das Coolste, das Menschenfreundlichste daraus zu machen. Aber du hast auch deine Scheißtage. Wie so in dem Mexiko-Buch schreibe ich da, gibt es eine Szene, wo ich in Zeitung lese, über die Bettler. Ich bin in der Stadt, in Mexiko gibt es natürlich viele Bettler. Und dann schreibt die Frau, das ist eine Frau, eine Journalistin, ja, ich gebe aus Prinzip nichts, denn dann befördere ich dieses System, anstatt dass der Staat strukturelle Änderungen, was für ein selbstzufriedenes Blabla. Der Staat wird in Mexiko, hat gar nicht das Geld, ja, um jetzt alle Bettler wegzuschaffen. Ich gebe, wenn es geht, irgendwie gebe ich, weil ich mir denke, ich habe Glück, ich habe so einen Arschvater gehabt, aber ich bin trotzdem in die Schule gegangen, ich habe in einem Land gelebt, wo Sicherheit ist, wo es keine Tsunamis gibt, wo es keinen Terror gibt und so weiter. Ja? Also, ich habe aus irgendeinem Grund, ging es mir gut und er sitzt im Eck, also gebe ich ihm was. Aber es gibt Tage, da gebe ich nichts, da bin ich scheiß drauf und dann rede ich es mir auch nicht weg. Dann sage ich, ja, du verdienst, nein, dann bin ich einfach scheiße. Ja? Und dazu stehe ich dann. Dann erhole ich mich wieder von meiner Scheiße und bin wieder menschenfreundlich. Und das nächste Mal gebe ich wieder was. Ja? Was ich nicht mag, ist diese Scheinheiligkeit, dieses sich so moralisch herausputzen und so. Die Leute wissen nichts. Ich habe ein Interview gemacht mit einem Juden, der Buchenwald überlebt hat, eine feine Adresse in Deutschland. Und der sagte zu mir, und er muss es wissen, im normalen Leben lernst du 10% von anderen Menschen kennen und von dir auch. Und im Buchenwald, die anderen 90%. Ja? Mhm. So ist es. Also bei gutem Dressing, schöner Abendtemperatur, lauer Sommerwind, sind wir alle lieb, sind wir alle keine Rassisten, sind wir alle nett. Wenn es dann aufs Extrem kommt, wenn du dann in Afrika bist und zum 10. Mal beschissen wirst und wieder warten musst und du wieder belogen wirst, dann wirst du merken, wie sich Dinge ändern, ja? Wie du dich änderst. Und wenn du achtsam bist, dann wirst du damit umgehen zu lernen. Ja? Aber ich fürchte mich vor den reinen Menschen, da fürchte ich mich am meisten. Die Menschen verbessern, wir wissen alle, dass die Menschenretter, die, wie Bukowski sagte, die zum Kampf gegen Korruption antreten, sind dann die Korruptesten. Ja, aber das ist normal. Ja. Wenn du in der Buchhandlung bist, sortierst du deine Bücher, guckst du eigentlich, ob du gut ausgestellt bist? Gehst du manchmal rein und guckst nach deinen eigenen Büchern? Oder sortierst du deine Bücher nach vorne, wenn die hinten gelandet sind? Ich mag solche gemeinen Fragen. Ich glaube, du bist der in der Früh, der um 6 Uhr aufsteht und ins Internet reinschaut, wie oft du drin stehst. Ja? Also, nein, erstens kann ich das gar nicht, weil ich ja nicht oft in Deutschland bin. Und zweitens, nein, mache ich nicht. Nee. Aber es gibt nette Leser und Leser, die mir schreiben, ich habe ihre Bücher gleich mal so hingelegt überall und haben dann so Fotos, machen sie mit dem Handy. Und sage ich, liebe Frau, ich danke. Und das finde ich süß. Finde ich süß, ja? Klar. Ganz süß. Hier in diesem Buch stehen sehr, zum Beispiel, also das ist ja ganz anders als jetzt das neue Buch von dir, ja, Leben in allen Himmelsrichtungen, das sind eher Reportagen. Hier schreibst du ja sehr viel über dich, sehr persönliche Dinge auch. Ist das so ein bisschen... Muss ich reinschauen, welche Kapitel du meinst, ja? Oh ja, viele, also viele, ja, viele Sachen sind sehr explizit, ich war sehr überrascht. Das ist ja sehr, sehr persönlich, ne? Was du schreibst. Also da schreibst, berichtest du nicht über Menschen, die du triffst. So mit aus. Naja, zum Beispiel Celeste, ne? Ja, ist ja zum Beispiel, okay. Ist ja sehr, sehr persönlich, aber auch die Geschichte, bei Eros stehen ja sehr persönliche Sachen auch drin. Fernando, die Geschichte mit dem Mann in Peru. Zum Beispiel. Ja, pass auf, ich weiß, was du fragen möchtest und ich antworte gleich darauf. Das ist sehr, über sich schreiben ist sehr delikat, vollkommen ja, das richtig. Meine ich. Sehr, genau. Sehr delikat, weil man natürlich, der Abgrund zur Selbstverherrlichung, zum Ego-Rausch, ich bin der Größte auf Erden, ja, und so weiter. Ich habe die Sprache erfunden, die ist nicht sehr nah. Und die, wenn du anfängst zu schreiben, denkst du das. Du denkst, jetzt Deutschland wartet, Deutschland hat noch nicht Sprache erfahren, jetzt komme ich, ja. Und mit der Zeit merkst du, da gab es schon andere, ja, vor dir und so weiter. Und wenn du kannst es machen, über dich schreiben, wenn du es literarisch, zum Beispiel das Scheißbuch ist mir 30 Jahre im Kopf herumgeflottiert. Ja? Und ich habe mich nicht getraut. Nicht, weil ich
Pfaffen nicht beim Namen nennen wollte. Es stehen ja auch Klarnamen drin. Nein, gar nicht. Im Gegenteil, ich habe darauf gebrannt, Rache zu nehmen. Sondern, weil ich Angst hatte, dass es so eine Elends-Jeremiade wird. So, ach, ich arme Sau, ich Opferling, hör mich mal an. Ich musste den Rotz haben als Schreiber. Und ich habe 2011, 20 Jahre fast vorher als Reporter gearbeitet. Hatte schon Preise, alles. Aber ich habe mich nicht getraut. Und dann kam Meditation und dann fiel mir der Titel ein. Und dann wusste ich, jetzt stimmt das. Dann habe ich den Verleger angerufen in München, er kam nach Paris um einen Vertrag. Das hat mich an einen Bergsteiger in Österreich erinnert. Ich habe den Namen vergessen. Der sagt immer, vor meiner Haustür war dieser Berg. Und ich habe mich nicht getraut. Er war so ein Freeclimber. Ja? Ich habe mich nicht getraut. Und irgendwann habe ich aufgewacht und sah ich ihn wieder und dann habe ich mich getraut. Und so ist. Das heißt, so ein Buch, wo es in meinem ganz tiefe, persönliche, auch sexuelle, also wirkliche menschliche Abgründe geht, geht ja nur, weil du ja nicht allein bist auf dieser Welt. Du weißt, und das weiß ich ja, dass viele Menschen das erleben. Ja? Wenn du das jetzt literarisch packst und nicht geil schreibst und ficki und so, das ist völlig uninteressant, mit wem ich, mit wem, wo ins Bett gehe. Du musst es überhöhen, du musst es so schreiben, dass andere andocken können und sich trauen zu sehen, ja, so ähnlich ging es mir auch. So, dass du etwas erzählst, was den anderen mitnimmt und so. Nichts verdrehen. Natürlich ist es für manche Leute zu viel. Und die machen das Buch weg. Leute fotografieren dann, wie sie das Buch in die Ecke geschmissen haben und so weiter. Ja, ja. Ja, klar. Und andere wollen das. Ich will das auch lesen. Ich lese sehr viel natürlich auch. Und ich will, dass mich der Schreiber, wer immer, Frau oder Mann, mitnimmt und mir nicht mich langweilt wie Knausgard und mir ist über 300 Seiten Detailhuberei, wie die Decke gestrickt war und so. Nein, ich will eine Story hören. Und ich habe es zuerst beim kleinen Interview erwähnt. Ich habe auf einer Busfahrt in Kenia nach dem Sudan, saß ich neben meinem älteren Herrn, Afrikaner, und haben so geplaudert. Und dann sagte ich, was er wie du gefragt, ja, was braucht der Mensch so? Und dann sagt er, er braucht vier Dinge. Food, Shelter, Sex und Stories. Essen, ein Dach über dem Kopf, Geschichten und Sex. Ja? Und das sind die Themen. Sie wissen, dass Sex das meiste Wort im Internet ist. Ja? Weil es ja so lange tabuisiert wurde, weil es ja von Religionen so besudelt wurde, weil es ja so uncool behandelt wurde, weil es ja, Sie wissen, je mehr du es unterdrückst, umso mehr willst du es. Ja? Und du wirst erst an das Thema rankommen, wenn du einigermaßen entspannt ist, dich selber körperlich akzeptierendes Verhältnis zu diesen Dingen hast und so. Und deswegen erlaube ich mir das. Ich sage jetzt mal, und du kannst laut wieder besprechen, meine Geschichten sind nicht peinlich. Da ist nichts peinlich. Habe ich natürlich als Schreiber und deshalb habe ich so lange gebraucht, bis ich das kannte, dass es so geschrieben ist, dass der Leser sich nicht fremdschämen muss für mich, sondern dass er da mitgeht, wenn er die Nerven hat dazu. Und so. Gut. Danke. Okay. Ganz andere Frage. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wie geht der Satz für dich weiter? Ich kenne nur so aus einem Märchen. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Würdest du das den Spiegel auch fragen? Nein, ich bin nur der Zweitschönste. Nein, 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 ich liebe Schönheit und die Schönheit geht natürlich vor allen Dingen über Frauen, ist ja klar. Was würdest du den Spiegel denn fragen? Ich mach's wie alle, irgendwann hänge ich ihn ab. Okay, heute nicht. Gell? Wir haben ja alle unsere Bad Hair Day. Ja? Die Haare stimmen nicht, die ganze Sauerei. Gell? Und so, ja, die haben ja alle und so. Ja, und dann geht's wieder. Irgendwie erholt man ja. Resilienz nennt man das. Ja, man erholt sich wieder, ist vorbei, arschstark und so. Gut, also mir geht's da wie uns allen. Wir haben Tage, da mögen wir uns, dann mögen wir uns ein bisschen, dann mögen wir uns ganz und dann mögen wir uns gar nicht. Aber mit der Zeit schmiedet man sich ja auch das Handwerk des Lebens. Das heißt, du lernst Tricks, wie du mit den Tagen, wo du merkst, dass du abstürzt, ja, dass du lernst, dagegen was zu machen. Du weißt zum Beispiel, dass es vergeht. Man weiß es einfach aus der Psychologie, dass diese Tage, mit Ausnahmen bei manchen Leuten nicht, weil sie Psychose haben und einfach zutiefst krank, also psychisch krank sind, dann nicht. Also allein, dass es weiß, es geht vorbei. Und dann mache ich gewisse Dinge, die mir helfen.
Und Schreiben zum Beispiel ist ein sehr gutes Mittel. Aber man darf nicht zu unglücklich sein, dann geht gar nichts. Oder ich meditiere. Auch da darfst du nicht zu unglücklich sein. Wenn nicht, dann. Aber dann nehme ich mich nicht wichtig, weil ich weiß, das ist Part von meinem Leben wie jeder. Wir wüssten nicht, was glücklich ist, wenn wir jeden Tag glücklich sind. Nichts ist langweiliger, als jeden Tag glücklich sein. Nichts ist furchtbarer, als jeden Tag die Lieblingsspeise. Irgendwann kotzen sie und wollen Wasser und Brot fressen. Ja, genau. Weil sie den Unterschied haben wollen. Wäre die Erde nur aus Deutschland bestehen, wüssten wir nichts über Deutschland, weil wir nicht vergleichen können. Wer kennt England, der nur England kennt? Ja? Also ist das gut, man fühlt sich gut, weil man das Böse, das Schlimme, das Schreckliche, man isst gern, weil man Hunger hatte, weil man Durst hatte, weil man erkennt, wie so eine Reise, und man hat wieder eine Dusche, und man kann sich duschen. Wer kennt das nicht? Und es ist warmes Wasser. Sie waren 14 Tage in den alten Hosen, in den Klamotten drin. Also sie lernen so eine Art Dankbarkeit und so. Und das geht dann schon. Man darf sich nicht zu solchen Dingen nicht zu ernst nehmen. Dann geht das schon. Gibt es Sachen, die du unbedingt noch machen möchtest? Was meinst du damit? Bevor du stirbst? Ist es schon soweit? Nein, okay. Jetzt nicht sofort heute Abend. Aber also gibt's so Projekte, wo du sagst, das muss ich unbedingt noch machen? Nein. Nein, ich bin ein rüstiger Herr und habe nur einen Wunsch, intelligente Bücher zu schreiben. Ich habe das nicht. Ich suche nach Themen und ich habe blitzgescheite Verlagsgeschäfte, die sehen Frauen hinten. Piper Verlag, ich bin umzingelt von hochintelligenten Frauen, Lektorinnen. Und dann setzen wir uns zusammen und dann überlegen wir. Oder ich habe eine Scheißbuch Kampf um mir oder diese Buddha-Geschichte, wo ich da in Indien bin. Am Ende kommen, da machen sie Vorschläge. Das habe ich nicht. Es muss so. Es ergibt sich so, ich entwickle mich ja auch. Und Themen, ich bin früher wahnsinnig gerne in Herkules-Filme gegangen. Steve Reeves, kennen Sie Steve Reeves? Steve Reeves ist der berühmteste Herkules, wir haben keine Ahnung. Steve Reeves ist der berühmteste Herkules-Darsteller der Welt. Und heute habe ich wieder reingeschaut, das ist nicht wahnsinnig lustig, aber ich kann überhaupt nichts mehr mit Herkules-Filmen anfangen. Ne? Das heißt, ich entwickle mich und dann kommt was. Es gibt einen schönen Spruch im Zen-Buddhismus, kommst du an eine Weggabelung, beschreite sie. Das ist großartig. Also, Folge, geh danach, was du spürst in dir. Also ich habe keinen konkreten Wunsch. Ich möchte wie alle Menschen auf dieser Welt gesund bleiben. Ich will, dass mein Körper funktioniert. Ich tue was für meinen Körper, ich trainiere. Ich brauche ihn. Der Körper ist nichts Äußerliches, ist das Innigste, was sie haben. Es gibt nichts Innigeres als ihr Körper, er ist treu. Er nimmt sie mit, er trägt sie 70, 80, 90 Jahre. Und gerade als Reporter, weil ich ja natürlich auch in anstrengenden Ländern muss. Ich bin Fotograf unterwegs, die haben zu viele Bratwürste gefressen und sind dadurch außer Atem. Und da rag ich den Fotokoffer immer. Ja, und so. Also Gesundheit, schon, da bin ich sehr strikt und klar im Kopf. Ja. Hast du Angst vorm Tod? Nein, aber wie jeder vom Sterben. Tod ist ja nichts mehr. So bei. Ich bin letztes Mal operiert worden, so ich hatte vor 4 Jahren einen furchtbaren Unfall. Und immer nur so freundlich, ich habe mir die Vorfahrt genommen, mir als Radfahrer. Mhm. Und dann fragte mich der Anästhesist, Narkose macht Ihnen das Angst? Dann sagte ich, nein, ich liebe Drogen und so. Und dann Liebesgefühl, wenn Sie dann bis 10 zählen, zack! Und so stellen wir den Tod vor, dann ist es vorbei. Und dann wachen sie auf und dann sind sie, die einen sind im Paradies und ich bleibe im Sarg wahrscheinlich. Nein, ich bin verbrannt worden. Ja, okay. Gut, also nein, ich habe nur so schnell gehen natürlich. Siechen ist das furchtbar. Ich bin ja bei der Giordano-Bruno-Stiftung und ich habe eine Tante, eine emotionale Tante, die ist 90, jetzt 92, die Schweizerin und die hat sich natürlich bei Dignitas angemeldet und möchte dann, sie ist Psychologin, hält ja heute noch Vorträge, schreibt Bücher, 92. Und sagt, wenn das nicht ist, dann werde ich mein Leben beenden. Und das mache ich natürlich dann, sage ich jetzt mal Großkopf. Ja, man sagt es ja, ob es dann soweit ist. Es gibt den Walter Jens, diesen berühmten deutschen Linguistiker, vielleicht wissen Sie, der letzten 10 Jahre dann Alzheimer hatte. Und seine Frau hat das erzählt, der war immer vorher, sagte, du weißt, wenn es soweit ist, zack, weg. Und dann sagte sie, hat sie nie einen Menschen getroffen, der so am Leben hing. Also das ist natürlich klar, die Dinge verschieben sich dann und dann weiß ich nicht. Ja, aber ich denke, dass es so sein wird. Ja. Ich wüsste gerne, ob es ein Ereignis in deinem Leben gibt, wo du rückblickend sagen würdest, ich kann nicht glauben, dass ich das gemacht habe.
Oh ja, und ich kann nicht glauben, dass es Leute gibt, die so ein dummes Zeug reden wie, ich würde alles nochmal so machen. Und ich denke mir, du Arsch, du lernst nie was. Natürlich würde ich manche Dinge nicht anders machen. Nein, mein Leben ist so toll gewesen, ich mache nichts anderes. Was für ein Schwachsinn. Fehler sind gut, aber nicht, dass ich sie wiederhole. Die neue Fehler, wenn ich schon Fehler mache. Okay. Ja, ich habe mir zum Beispiel in Paris ein Pferd gekauft. Das glauben Sie nicht. Und da dachte ich, mir hat ein Pferd getroffen. Ich habe ein Pferd gehabt und wusste nicht, was ich mit dem Pferd mache. Ja, zum Beispiel. So ist das, ja. Also es gibt Dinge, oder Sie wissen alle, ich spreche jetzt die Damen unter uns an, wenn Sie da an Ihre, die Männerriege zurückdenken, die Sie kennengelernt haben, denken Sie auch mal, das kann nicht wahr sein. Diesen Dodel habe ich kennengelernt und mit dem habe ich Zeit verbracht. Und uns Männern geht es natürlich genauso. Klar, man fasst es nicht. Ja, die Dummheit, die eigene. Natürlich gibt es das. Aber ich hatte nie Dinge, ich konnte immer Dinge reparieren. Ich habe das Pferd dann nicht verkauft, natürlich schlecht um die Hälfte, das war egal. Aber ich habe zum Beispiel, wie gesagt, jetzt nicht wie andere Männer, die dann eher leichtsinniger sind, ich mache mein Kind, schauen wir schon, wie es geht und so. Nein, da habe ich, also ich konnte immer die Fehler, ein Kind kann ich nicht reparieren, ein Kind kann ich nicht wegwerfen, ein Kind ist da, ja, da muss ich mich dann lieben, das muss ich dann besorgen. Also solche Fehler habe ich nie gemacht. Oder dass ich irgendwas gemacht habe, was mich dann körperlich so zerstört hätte, dass ich es, auch wenn ich Drogen nehme und so, Droge ist eine sehr launische Geliebte und Sie müssen immer wissen, wann Sie aufstehen und Sie verlassen. Ja? Dann werden Sie davon kommen. Aber mit Drogen haben Sie Erfahrungen, die Sie sonst nie erreichen. Das ist nur am Rande. Also, da hatte ich Glück. Aus irgendeinem Grund, ich habe auch finanzielle Sachen gemacht, aber ich war nicht so getrieben von der Gier, wie ich von anderen Leuten gehört habe, wie damals die Aktien in Deutschland, die Jungen wissen das ja gar nicht mehr. Es gab damals nur 9% Zinsen und die Aktien sind nach oben. Und dann haben Leute, Freunde von mir, unheimlich viel Geld verloren und so. Ich war dann schon Zen geprüft und habe gesagt, nee, mach das nicht. Und so. Aber ich habe Fehler gemacht, aber keine unreparierbaren. Ich habe einen Sportwagen gekauft und ich bin ja blöd, dann gehe ich in die Werkstatt, dann starte ich unten rein und sage, das können Sie wegwerfen, ist unten völlig durchrostet. Okay, habe ich den weggeworfen. Ne? Gut, das Geld war weg, aber es war nicht unreparierbar. Ne? Gibt es etwas, was du gerne besser können möchtest? Oh ja. Fast alles. Alles, ich will. Ja, manchmal bin ich cholerisch. Dann denke ich mir, siehst du, du Sack, jetzt hast du so viel geübt und das sind so Hang-ups. Wir haben alle unsere Feinde in uns. Ja? Wir wissen, dass wir daran kämpfen. Jeder auf seine Art. Ja? Und da denke ich mir, wie uncool ich bin. Ich bin der King of Uncool. Das hätte man viel eleganter lösen können. Viel eleganter. Ja? Ich gebe ein Beispiel, ganz konkret. Schreiben ist ja immer konkret. Ich war am TGV, ich fahre zurück nach Paris. Und es war unheimliches Gedränge. Nee, es war ein ICE. Und dann setze ich mich so, das ist ja die Plattform, dieser schöne Platz, dann setze ich mir an die Tür da rein, ne? Dann kommen die Füße da runter. Und dann stand da irgendwo in der Nähe so ein kleiner Rucksack. Und irgendwann, nach 10 Minuten, kam dann so ein Mensch und sagte, sein Platz. Und er hat es gar nicht mehr so gesagt. Er sagt, ja, das ist ein Rucksack, ich war da oben, das hin. Dich irgendwie uncool. Es gibt so, kennen Sie das? Sie schauen sich zu und sie gehen aufs Unglück zu. Sie sehen, was für ein Arschloch sie schon sind und sie können nicht mehr zurück. Ja? Das ist ganz eigenartig. Ja? Und sie schauen hin und ich sehe mich als Arschloch. Ja? Und ich sage, ja, komm, setz dich halt her und setz mich daneben und so. Nee, dann habe ich da mit dem zum Streit angefangen. Und dann gehe ich nach Hause und denke mir, Gott sei Dank waren die Paparazzis nicht da und haben mich nicht fotografiert dabei. Und es kommt nicht auf YouTube und so, was für ein Arsch ich bin. Ja, ja, das ist so, also cooler. So, da lachen jetzt die Leute, aber George Clooney, das ist der King of Cool. Ne? Das finde ich gut, so elegant sein, ja? so deeskalieren. Selbst wenn man mal recht hat, mal nachgeben. Also, okay, gut. Weil das ja eine gewisse Größe dann auch ist. Es muss ja, bestimmten Sachen muss man stur sein, ist schon richtig so, aber kleine Sachen. Aber ich bin schon besser. Ich kann, wenn eine Frau mit mir nicht zufrieden ist, sage ich nur, könnte doch schlimmer sein. Und dann ist sie sprachlos. Ja. Ja, was soll sie sagen? Ja. Es könnte schlimmer sein. Ja. Aber ich bin zäh. Ich bin ein zäher Hund. Und, Gott. Aber ich bin ja nicht allein. Das haben ja alle. Wenn meine Freunde mir reden,
über diese Dinge und alle kämpfen, versuchen ja einigermaßen guten Willen sind und ein bisschen Coolness in diese Welt tragen, dann hat jeder seine Privatschauplätze, seine Privatkriegsschauplätze. Und damit müssen wir fertig werden. Gibt es Dinge, vor denen du Angst hast, obwohl du genau weißt, dass du da gar keine Angst vor haben müsstest? Gib mir ein Beispiel. Naja, du hast Beispiel. Also ich meine, die einfachsten Sachen sind sowas, du hast Angst vor Spinnen zum Beispiel. Oder in den Keller zu gehen, wo es dunkel ist und das Licht nicht funktioniert. Zum Beispiel, das sind ja so die einfachsten Geschichten. Aber du könntest ja auch Angst haben, zum Beispiel in gewisse Länder zu reisen im Vorfeld, obwohl du das schon so oft gemacht hast und weißt, irgendwie kommst du schon zurecht. Das ist eine interessante Frage. Es gibt ja verschiedene Ängste, so wie es verschiedene Mythen gibt. Ich habe das in meinem Buch geschrieben, es gibt Autorennfahrer, der fährt mit 300 in die Kurve, aber er stottert, wenn er eine Frau sprechen soll. Ne? Und dann gibt es einen Halodri, der spricht die Frauen, aber bremst dauernd, wenn er mit dem Auto fährt. Ne? Also der eine springt Fallschirm und wenn er eine öffentliche Rede halten wird, dann fängt er zum Stottern an. Also auch Mute. Gell? Und genauso gibt es Ängste. Das Kind hatte ich wahnsinnig Angst vom Dunkeln, heute überhaupt nicht mehr. Aber natürlich, ich habe ja auch Bürgerkriege, also Reporter erlebt. Und ich überlege mir schon vor, ich bereite mich dann vor. Also früh vorbereiten kann man, ich kann nicht vorher schon wissen, wann die Kugel kommt und so. Also ich bin kein todesmutiger Mensch, ich überlege mir das, ich kalkuliere Risiken, soweit man das natürlich kann. Und Freunde von mir, Fotografen sind erschossen worden, ja, weil sie Pech hatten, weil sie einen halben Meter vor mir standen, ja, neben mir, hinter mir. Das heißt, ich bin zum Beispiel, ich habe wahnsinnig Höhenangst, wenn ich auf den Balkon gehe bei jemandem, dann gehe ich ganz langsam runter und schaue runter. Das ist ganz komisch. Ja. Aber ich habe keine Angst mit wildfremden Leuten in Afrika. Und ich hatte ja schon einen Kalaschnikow im linken und im rechten im Nasenohr, im Nasenloch und so. Also wie gesagt, da geht's, weil ich dann plappern kann. Dann kann ich mich rausreden, dann weiß ich, ich bin Weißer, ich habe einen Bonus. So schnell bringt man keinen Weißen um. Und so weiter. Also ich habe nur eine Waffe. Kein Mensch hat dort meine Bücher gelesen. Ah, Altmann, du, ich habe dein letztes Buch gelesen. Okay, du kommst davon. Nein. Ich bin irgendein Arsch, der gerade da ist, ja. Aber ich habe diese Waffe, das Reden, den Leute beruhigen und so. Ja? Aber ich würde, hier, ich habe eine Freundin, die ist Drachenfliegen. Ich würde schon auf dem Weg zu dem Drachen in die Hose machen. Es ging ja gar nicht. Ich müsste die Hose vorher wechseln. Nein, also das ist so. Andere, die würden das nicht, die würden diese Sachen nicht machen. In Taliban da hinfahren, wo die Taliban sind und so, klar. Also verschieden. Ja? Natürlich habe ich Angst. Das wäre ja furchtbar, ja dumm. Dumme Menschen haben keine Angst. Ja. Du nimmst wahr, wie du. Und ich hatte Glück, du musst dir Glück. Du brauchst drei Dinge im Leben: Talent, Glück und Kraft. Ja. Das Glück, dass dir aus irgendeinem Grund, das Zufall hat, ich glaube ja nichts, und determiniert überhaupt nichts, sondern an das Glück, dass ich gerade zur rechten Zeit noch davon bin und so. Ja. Und ich gar keine Lust habe, für irgendeine Story zu sterben und dann im beim Stern für 10 Zeilen einen Nachruf zu bekommen, natürlich nicht. Ja. Das ist keine Story der Welt, das ist mein Tod wert. Ja. So. Ich sage jetzt, bevor wir uns jetzt hinlegen, Andreas und ich, sage ich, du bleibst noch ein bisschen, ne? Signierst du? Ja, natürlich. Ja. Also Andreas ist dann noch da. Vor in dem keine Selfies, ne? Aber fotografieren lassen tust du dich? Nee, auch nicht, wenn es sich sein muss. Kein Menschenleben wird besser, weil er mit mir auf dem Foto steht. Aber du hast doch am Anfang mal gesagt, das Foto wäre noch viel besser. Ich kenne die Leute, die mir dauernd Selfies zeigen, oder Fotos und dann finden sie nicht. Wissen Sie das? 10.000 Fotos und wir sitzen da und dann suchen sie der Alpen, habe ich gestern fotografiert. Oh, ich weiß nicht mehr, wo es ist. Also, sie brauchen es nicht. Okay, gut. Okay, also für alle, die hier waren, erstmal Dankeschön, dass Sie uns zugehört haben. Sie können die Folge in spätestens 3 Wochen überall sehen, natürlich bei Stiegler Schlafkomfort. Den ich an dieser Stelle insbesondere Henrike Beck und ihrem Vater, der so schön Klavier gespielt hat, nochmal 1000 Mal und dem ganzen Team, die heute aufgebaut und aufgeräumt haben, nochmal Danke sagen. Kaufen Sie die Bücher von Andreas Altmann, kaufen Sie Bettwäsche und alles, was Sie sonst noch fürs Schlafzimmer brauchen, grundsätzlich hier. Wenn es Ihnen gefallen hat, sagen Sie es weiter, also auch wie schön dieses Geschäft ist und wie wunderbar man hier nicht nur einkaufen kann, sondern auch unterhalten wird. Ne? Und schauen Sie die Folge später auf YouTube und bei Stiegler Schlafkomfort auf der Internetseite und so weiter. Liken Sie mich, das ist ja heute alles so wichtig, liken Sie Andreas, ganz wichtig. Aber noch viel wichtiger, kaufen Sie Andreas seine Bücher, wie man so schön im Ruhrpott sagt. Ne? Und jetzt machen wir es uns ein bisschen bequem. Dankeschön, sage ich an der Stelle. Okay. Auch ans Team. Es ist ein bisschen heiß jetzt. Ja, okay, es wird jetzt warm. Ja, okay, gerne.
Good. Okay, super. Okay, darling. Okay. Wo auch immer du dich hindrehen willst. Okay, und während Andreas Altmann noch versucht, die richtige Position zum Liegen zu finden, sage ich schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Bitte unterstützt mein Projekt, schaut euch die ein oder andere Folge an, schreibt mir Kommentare, abonniert mich auf Facebook und YouTube und wenn ihr eine Idee habt, wo ich als nächstes mit meinem Bit hinkommen soll, wen ich interviewen soll, dann schreibt mir oder ruft mich an. Ich sag danke, danke, danke und wünsche euch allzeit gute Träume. Bis bald.